Hallo zusammen und damit willkommen zurück zu Let's Play Wizard 101. Ich habe mir etwas zu trinken bereitgestellt und kann jetzt hier noch loslegen mit der Aufnahme, auch wenn es, naja gut, 1 Uhr nachts ist, aber das ist nicht so schlimm, das ist ja nicht anders gewohnt von mir, ne? Wir haben hier jetzt in Rabenheim überall Deko hängen und das hat auch einen Grund. Ich habe es gerade bloß ganz beiläufig im Launcher gelesen. Ich hoffe, ich verhaspel mich jetzt nicht, aber eigentlich müsste das bedeuten, dass wir jetzt 15. Geburtstag von Wizard 101 haben und das ist natürlich sehr geil. Ich frage mich nur, ob da jetzt irgendwas hier zu holen ist. Oh ja, tatsächlich, es gibt wirklich einiges an Zeug, wie ich gerade feststellen muss. Dazu gehört einmal das typische Jubiläumszeug, was man ja schon kennt, wie zum Beispiel hier das Jubiläumsferkel, die Jubiläumsfeuerkatze und so weiter und so fort. Die Geburtstagsballons, die kennt man auch schon. Es gibt aber auch einige Sachen, die neu sind, wenn ich das hier richtig sehe. Wir haben zum Beispiel, was haben wir denn hier? Einen Kerzenstab. Kann man machen, ist rein kosmetisch, hat keine Werte, kann man aber zum Nähen verwenden. Das Set Jubiläumshort kennt man ja auch mit diesem geilen Drachenhaustier, was ich sehr, sehr feiere. Ein neues Reittier. Oh, das habe ich heute schon mal gesehen in einem Video von Angie, glaube ich, wenn es das ist. Zumindest sieht es so aus. Die Geburtstagskiste, quasi ein kleines Geschenk. Kostet auch gar nicht so viel, also kann sich lohnen. Geburtstagsfutterpaket, was da drin ist, weiß ich gar nicht. Wahrscheinlich diese ganzen, ja, Geburtstagssachen halt, die normalerweise in diesen Packs hier drin sind. Und, was war hier unten gerade noch? Der Dutzenddrache, den kenne ich nicht. Der lädt auch gerade. Ach so. Warte mal, ist das nicht einfach der Drache, der auch hier drin ist? Nee, oder? Oder doch? Weiß es gerade gar nicht. Auf jeden Fall. Nee, ich glaube, es ist nicht genau derselbe. Ui, der sieht aber sehr cool aus. Der gefällt mir. Das ist sowieso das bessere Drachenmodell. Es gibt ja noch ein altes Drachenmodell von den Pets. Und dieses neue hier. Und das finde ich richtig cool, weil der dann auch richtig lebendig aussieht. Und ab und zu ein bisschen niesen muss. Gefällt mir. Und was ist das hier? Cooler Befreiungsschlag. Quietsche-Entchen. Und das coolste Reittier. Okay. Und sämtliche Elixiere sind hier reduziert. Cool. Sehr, sehr nice. Ich werde mal ganz kurz was gucken. Nämlich, ob da eventuell noch was anderes sich geändert hat. Nö. Tatsächlich nicht. Also im Kronladen gibt es sonst nichts weiter. Es gibt besondere Club-Benefits, aber die kennt man ja. Und es gibt wieder einen Code, sehe ich gerade. Ich bin bloß gerade auf der... Ach nee, ich bin auf der deutschen Seite. Okay. Es gibt wieder einen Code, womit man einige Geburtstagssachen bekommt. Darunter ist auch ein Pack von diesem... Hier, wie heißt es? Jubiläumshort. Das ist da auch einmal drin. Könnt ihr einlösen. Ich weiß nicht, wie lange der noch gültig ist. Auf jeden Fall, der Code nennt sich... Moment. 15 Years of Magic, wobei die 15 als Zahl geschrieben ist und dahinter direkt nahtlos Years of Magic ohne Leerzeichen dahinter steht. Mit Y und M groß. Könnt ihr aber auch alles auf der Wizard 101 Website nachlesen. Steht direkt oder sollte zumindest direkt auf der Startseite stehen oder ansonsten halt im Launcher. Gut, nachdem wir das abgearbeitet haben, gucke ich kurz auf die Freundesliste. Da ist niemand und wir haben eine neue Glücksrolle. Das wollte ich nämlich auch gerade mal nachgucken. Das heißt, wir können uns mal wieder hier die Items anschauen, die es hier zu holen gibt. Wir haben, ja gut, hier wieder die Bestien-Götzen-Sachen, das ist ja nichts Besonderes. Dann das Juwel, ist dieses Mal Zorn des Hades-Onyx. Ui, der ist cool. Gibt uns diesen krassen Todeszauber von Hades. Den sieht man ja, wenn man im Tartarus zum Beispiel kämpft.
Dort setzt Hades diesen Zauber ja selbst ein. 1175 Todesschaden nach 3 Runden. Ich glaube zwar, dass der da eigentlich auf alle Leute ging, aber gut, hier geht er anscheinend nur auf eine Person. Dieses Juwel bekommt man normalerweise, glaube ich, nur von Hades selbst gedroppt, und zwar im erhabenen Duell von Zeus oder in diesem Todesjuwelen-Set. Da kann man den auch bekommen. Auf jeden Fall ganz geil. Dann haben wir hier Apfelweinpause. Ich kann das Rotieren leider nicht anhalten. Aber sehr cool, man trinkt da mal kurz aus so einer Tasse. Trinkt man da wirklich draus? Ja. Schön. Dann haben wir einen Bauernstrohhut. Ja, okay, das ist jetzt nicht so ästhetisch. Aber es passt zum Herbst, muss man ja sagen. Und dazu noch ein passendes Outfit. Und ein... Oh, ui. Erntezeit-Teleport-Effekt. Sehr, sehr cool. Gefallen mir die Items, aber ich werde jetzt natürlich nicht in die Glücksrolle irgendwas reinbezahlen. Das habe ich ja noch nie gemacht und ich spiele auch bei weitem nicht häufig genug, dass sich das lohnen würde. Jetzt kann man mal kurz noch gucken, ob hier drin irgendwas ist in der Geschenkbox, aber ich denke mal eher nicht. Nee. Aber da würde man dann Sachen bekommen, wenn man den Code einlösen würde. Warum war ich eigentlich nochmal in Rabenhain schon wieder? Ich hab's vergessen. Egal. Jedenfalls sollen wir jetzt zurück in den Chaos-Dschungel gehen. Stimmt, da sind wir beim letzten Mal ja angekommen. Und jetzt geht's hier weiter. Beim letzten Mal hatten wir Hilfe. Dieses Mal leider nicht, aber ich hoffe, dass das trotzdem machbar ist für uns. Alright, one more reading. I'll be able to find Beans and Mallory. Stimmt, eine Messung brauchen wir noch. Ich hoffe, dass diesmal kein schwerer Kampf dazwischen steht. To take the last reading, I'm going to need to find a patch of high ground. Let's go. Okay, dann gehen wir mal hier direkt durch den Dschungel hindurch. Ich will irgendwann mal gegen diese Gegner kämpfen. Die sehen cool aus. Die Dornenfrösche, die etwas korrumpiert wurden. Wie viele Agaven hier rumliegen, ey. Das wäre auch ein richtig guter Ort gewesen, um hier damals meine Agavensaft-Quest abzuschließen. Oh, da ist ein Dungeon. Und was zur Hölle ist das? Was zum Geier ist das hier? Keine Ahnung, sieht sehr mysteriös aus, aber irgendwie können wir damit nicht interagieren. Vielleicht wird das nochmal in irgendeiner Quest relevant. So, Höhleneingang. Zu welchem denn? Ach, hier. Okay, ich habe ein bisschen Angst. Los geht's. Der Rucksack ist schon wieder voll, das ist ja klar. Die Prismen kann ich rausnehmen. Habe ich im Bosskartenspiel noch irgendwas? Das Bosskartenspiel existiert nicht mehr. Toll. Es sind aber nur zwei Rankendrescher. Hä, was war denn hier mein Bosskartenspiel? Das hier, ne? Ja, definitiv. Ich frage mich bloß, warum der Name nicht drin steht. Hatte ich das vergessen? Oder... Na egal. Join us. Let your blood run wild. Here's the company, Beans mentioned. Look out. Sollte man ja noch hinkriegen. Ist jetzt nicht so schwer. Eigentlich. Aber ich will den Mund wie immer nicht zu voll nehmen, denn wir wissen nie, was die Gegner so drauf haben. Schon gar nicht in dieser Welt. Da gibt's gerne mal Überraschungen. Was zur Hölle? Kurzer Mini-Ruckler, entschuldigt bitte. Übrigens, was mir gerade einfällt, das muss ich noch erzählen. Das habe ich zwar schon in der Pokémon-Folge letztens gesagt, aber ich sag's jetzt hier nochmal. Und zwar wird es nächste Woche ein bisschen wird ein bisschen weniger los sein auf dem Kanal, weil ich höchstwahrscheinlich nicht so viel Zeit habe. Vor allem unter der Woche nicht. Das heißt, da kommen wahrscheinlich nur höchstens 3 Videos pro Woche und das für die nächsten 2 Wochen. Danach geht's wieder, aber bis dahin werde ich es wahrscheinlich nicht schaffen, öfter hochzuladen. Muss ich mal schauen, was ich dann da hochlade. Eventuell 2 Folgen Wizard und 1 Folge Pokémon. Ich habe noch keine Ahnung.
Irgendwie so in der Art. Aber Pokémon kommt sowieso langsam zum Ende. Das ist aber auch krass. Tatsächlich ist das Pokémon-Let's Play fast abgeschlossen. Und dann wäre theoretisch wieder Platz für ein neues Zweitprojekt. Oder ich beende erstmal Wizard 101 und lade das täglich hoch. Ich weiß es noch nicht. Da gibt es viele Möglichkeiten. Das muss ich mir nochmal durch den Kopf gehen lassen. Ja, die machen schon Schaden, ne? Könnte ich jetzt bitte mal einen Angriffszauber bekommen? Danke. Finde ich ja schon krass, dass die normalen Gegner jetzt schon Schattenmagie besitzen. Aber im Endeffekt sind es lebende Bäume und die brennen gut, da bin ich mir sicher. Ja, und heute, wo ich das aufnehme, ist Starfield rausgekommen. Ich mache nichts anderes mehr, aber egal. Wahrscheinlich nehme ich deswegen auch so spät auf. Hust, hust. Wobei ich heute auch schon noch andere Sachen gemacht habe, so ist es nicht. Und ich kam aus der Nachtschicht, das heißt, ich bin erst um 14.30 Uhr aufgestanden oder so. Boah, Sonnensteine, zweimal, nicht schlecht. Und Blutmoos, also hier kann man echt gute Zutaten droppen. Vor allem kann man diese Dinger ja dann auch ganz nett verkaufen im Bazar. Life and death, living together. The Calamar ideal or mass hysteria. Und da hinten ist schon wieder so ein Stein, also da wird es auf jeden Fall gleich noch weitergehen, nachdem wir diesen Kampf geschafft haben. Und ich hasse diese Gegner. Nicht mal unbedingt, weil die creepy aussehen, aber die sind so übelst laut. Tod und Balance. Haben die auch Schattenmagie? Ich hab's gerade gar nicht gesehen. Ja, haben sie. Oh Gott. Hilfe! Wenigstens ist dieser Kampf jetzt schnell beendet. Ja, der Zauber passt ja jetzt auch zum herannahenden Herbst. Die Vogelscheuche. Bitte mach jetzt kein Elementarschild. Danke. Weil eigentlich, muss ich ja sagen, hätte ich auch irgendwie Bock auf einen Bosskampf, ne? Wir haben zwar in der letzten Folge, war das in der letzten Folge? Ich glaube schon. Schon mal unfreiwillig gegen einen Boss gekämpft und zwar gegen diesen Straßengegner da. In den wir aus Versehen reingelaufen sind. Aber jetzt auf so einen Boss in einem Dungeon hätte ich auch irgendwie Lust, muss ich ja sagen. Und schon wieder Blutmoos und Mithril. Ja, kann sich sehen lassen. Achso, hier hinten geht's rein. Und warum ist dann da noch so ein komischer Stein? Keine Ahnung. Ah, da ist er ja. Well, it's about time you showed up. Beans, are you all right, man? Is this majestic bird dog a friend of yours? More importantly, where's Mallory? Ah, good. You survived the murder plants. Huh? You like the new look? Ich wollte gerade schon sagen, sie hat anscheinend einen Friseur gefunden hier unten. Ich muss aber sagen, gefällt mir. Sieht irgendwie ein bisschen kriegerischer aus jetzt. Beans promised you two would find us. Thank you. Especially you, Wizard. Oder sie hat während ihrem Schlaf irgendein Erwachen gehabt und ist jetzt total krass. Once I was strong enough, we left the quickening place to make our way to Ariel. We got maybe 3 steps out before everything went bonkers. Jehovah, I felt it in my heart when the temple was destroyed. The ether is changing. We must wait. Raven, she calls for me. I must away. Well, that was rather abrupt. It must have been some kind of whistle only his majestic bird dog ears could hear. Das ist eigentlich ein Problem, weil im Endeffekt ist Großmutter Rabian, naja, vielleicht nicht unbedingt auf unserer Seite. Wir sollten vorsichtig sein. Don't be so hard on him, James. He's a good boy. Mallory and I would never have made it without him. So, what do we do now? We need to move quickly. The end game is upon us. Hallo Fledermaus, jetzt geht's aber richtig los hier. That? Man, you've got a lot of guts coming here after what you pulled. What do you want? Der taucht plötzlich total random hier auf. To give you this. My essence.
Oh. I kept Mallory's luminiferous essence after my machine drained her. I was trying to find a way to use it to repair the fire and ice chain. But you need it more than I do. I wanted to save the spiral, and I was prepared to do anything. But I was wrong. I need your help. I say we trust him, at least for now. Two paradox chains are broken. We need to fight back. It's time to go to Chrysalis and stop my father. Nach Chrysalis direkt einfach in den Schattenpalast reinspazieren und Großvater Spinne so erledigen? No, we can't just leave Mandala like this. Come on. Ja, dem stimme ich zu. Ist zwar sehr unerwartet, aber eigentlich bin ich ganz froh, dass Fledermaus wieder an unserer Seite ist, weil er ist ein mächtiger Verbündeter, das muss man ja sagen. Ich hoffe nur, dass er diesmal nicht wieder irgendwann abhaut. Wäre schon schön, wenn er mal bei uns bleibt. Bilde ich mir das eigentlich ein oder ist das UI irgendwie größer geworden? Nee, kann eigentlich nicht sein. Ich glaube, ich bilde es mir ein. So, Fledermaus, von dir hätte ich ja mal richtig gerne ein Thumbnail. Es stört mich jetzt, dass Mallory wieder da so im Bild hängt. Mit ihrem Quest-Symbol. These people didn't ask to get involved in our fight, and now their world is dying. We have to save them. I advise against that. My father is moving to break the last chain. This world is already lost. We shouldn't sacrifice all others for its sake. Also ich mag zwar die Frisur von Mallory, aber ihr Outfit sieht irgendwie ein bisschen altmodisch aus. It's not lost if we fix it. Life magic is the echo of the song of creation. It can build worlds. I just got reminded of that. And shadow magic. It's all about changing reality, right? You can make warped reflections of what is or was. Hmm. That's an idea. I could fill the gap in the ring with its shadow. Then you use life magic to weave a new jungle over it. Oh. One problem. My shadow essence was depleted by Dint's cannon, but I could replenish it with a talisman made from a shadow-tainted object. The Temple of Light was ground zero for the cannon's blast. Ach, das ist bestimmt dieses Ding, was da gerade rumlag, wo ich mich gefragt habe, was das ist. Gut, dann stecken wir Fledermaus mal an die Steckdose und laden ihn wieder auf. Oder so ähnlich. Hört sich nach einem sehr waghalsigen Plan an. Und nach einem verdammt mächtigen Zauber. Ach nee, doch nicht. Es ist doch nicht dieses Ding, was da lag. Sondern ein Item, was natürlich hier genau in der Mitte von diesen ganzen gottverdammten Dschungelameisen hängt. Ich mach mal ein Teleport-Ding hier hin. Die sind auch noch so unglaublich riesig und haben wahrscheinlich eine genauso große Hitbox. Ja, das war klar. Das war ja klar, dass das nicht einfach so geht. Ja gut, dann schlage ich vor, wir besiegen die schnell. Und während wir dann unseren Invisible Frame haben, können wir das Item ganz schnell holen. Sind die nur Leben? Ja. Es fühlt sich wirklich so surreal an, bald mit Empyrea Teil 2 fertig zu sein. Denn danach ist es halt wirklich für mich komplett blind. Ich habe noch nie mit irgendeinem Charakter danach weitergemacht in der Story. Ich weiß gar nicht warum. Irgendwie hatte ich nicht mehr so die Motivation. Das heißt, alles, was wir dann hier nachmachen, erlebe ich auch zum ersten Mal. Und da bin ich sehr gespannt drauf. Das wird, glaube ich, sehr cool. Das sind ja nochmal zwei komplett neue Welten. Und wer weiß, vielleicht kommt dann bis dahin schon irgendwann noch ein Lobus raus. Ist halt schwer einzuschätzen, wie lange wir noch dafür brauchen. Weiß das eigentlich irgendjemand von euch, wann Lobus rauskommen soll auf den deutschen Servern? Oder ist das überhaupt schon bekannt? Da habe ich jetzt gerade leider keine Informationen zu. Ja, das ist jetzt ein bisschen unglücklich, dass sie jetzt überlebt hat. Dann müssen wir kurz mal noch eine Runde warten. Jetzt aber Meteoriteneinschlag.
Exzellent. Und jetzt ganz schnell dieses Ding hier mitnehmen. Tempelfragment. Gut, wenigstens wurden wir nicht durch die Textbox angehalten. Das wäre jetzt richtig fies gewesen. Was ist das eigentlich? Irgendeine Vase? Können wir aber auch nicht mitnehmen. Und hier hinten hängen irgendwelche Nebelschwaden über dem Gebiet. Hier ist eine Silbertruhe, die können wir noch aufmachen. Haben wir in den letzten Folgen auch ein bisschen vernachlässigt. Huch, meine Güte. Uiuiui. Fünfmal die 9. Das habe ich so auch noch nicht gesehen in der Konstellation. Aber 3 haben wir schon. 4 und die 5. kommt auch schon angeflogen. Perfekt. Und wir bekommen Kometenschweif, Blech und eine Riesenspinne-Goldkarte. Okay, nichts Besonderes. Gut, Leute, dann würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge hier weiter und hoffen, dass Fledermaus dieses Mal wirklich an unserer Seite ist und nicht wieder zwischendrin verschwindet. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und dann sehen wir uns gerne beim nächsten Mal wieder, wenn ihr mögt. Macht's gut und bis dahin.